Bonjour les Sizzler. Dies hier sind les Croque Monsieur Käse Sandwich, der ultimative Käse Overload. Herzlich willkommen zu Hannes schnellen Küche. Wir haben festgestellt, dass ihr Sandwich mögt und während wir hier noch so was anderes auf dem Grill liegen haben, nämlich ein Gulasch, ist hier noch schön am Köcheln, haben wir uns gedacht, der Magen knurrt, wir wollen ja auch irgendwie schon mal was im Magen kriegen, weil so ein Gulasch dauert nun mal 2 Stunden. Und deswegen gibt es jetzt bei Hannes schneller Küche mal wieder ein richtig leckeres Sandwich, und zwar ein Croque Monsieur. Ich glaube, Julian hat es auch vorher nicht gekannt, oder? Nee, kann ich Nein, nicht. Nein, ich kannte es auch nicht. Ich habe es nur durch viel gegoogelt nach Sandwiches gefunden. Es gibt auch noch eine Croque Madame. Die beiden Sandwiches sind nahezu identisch. Den Unterschied sage ich euch, wenn ich dran denke, am Ende des Videos nochmal. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz einfach. Wir machen nämlich 4 Sandwiches. Entsprechend brauche ich auch 4 Scheiben Toast. Macht Sinn. So, und die bestreiche ich erstmal mit Butter. Ich habe hier eben eine Butter frisch aus dem Kühlschrank geholt und sie kurz indirekt auf unseren Grill gelegt, damit sie so ein bisschen weicher wird. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Wundert euch nicht, hier sind so ein paar Buttertropfen. Ja, die wird halt erstmal oberflächlich warm und dann tropft es auch mal ein bisschen. Ich stelle an der Stelle übrigens fest, das mit dem Warmmachen war eine ganz, ganz feine Geschichte. Wie ihr seht, ist die Butter absolut streichzart, also guckt euch das mal an hier, die lässt sich verstreichen wie sonst was. Da ist ein Loch im Toast, Junge. Also ich spreche jetzt nochmal eine Empfehlung aus, die ihr euch merken solltet. Legt die Butter eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank. Oh, das soll mir reichen. Am Ende wird das eh warm, die Butter wird sich noch ein Stück weit verteilen und dann passt das. Jetzt mache ich auch was viel Wichtigeres, eigentlich einen viel wichtigeren Schritt, nämlich die Eier. Und das wird jetzt so eine Geschichte. Wir haben, glaube ich, irgendwann schon mal so einen Trick gezeigt. Ich versuche ihn jetzt nochmal anzuwenden und hoffe, dass er gelingt. Wenn nicht, wäre mir das ganz schön unangenehm. ich habe hier so eine PET-Flasche, handelsüblich an dem roten Ring. Erkennt ihr auch, was es mal war. Eine 2-Liter-Flasche übrigens. Kann aber auch eine kleinere sein. Und ich will jetzt das Eigelb vom Eiweiß trennen und drücke hier so ein bisschen Luft raus und sauge es dann rein und guckt euch das an. Besser kann man ein Eigelb nicht vom Eiweiß trennen. Das kommt hier schon mal rein. Zack. So. Ich habe noch ein paar Eier vor mir. Aus 4 Eiern sind 3 Eigelb geworden. Beim letzten habe ich es tatsächlich noch mal ordentlich verkackt. Macht aber nichts. 3 sollen uns auch reichen. Ich hätte natürlich noch mehr Eier, aber ja, wir lassen das jetzt mal so. Jetzt brauche ich hier mein Rühri. Das ist Cream Fresh. Creme Fresh. Ja, das genaue Rezept findet ihr auf dem Blog. Ich nehme mal so eine gute Handvoll, sage ich mal. Eine gute Handvoll Creme Fraiche. Jetzt muss das Ganze natürlich noch gewürzt werden. Und im Originalrezept, ich hole mal kurz aus, eine kleine Anekdote. Das Originalrezept hört man schon am Namen. Croque Monsieur kommt aus dem Französischen. Und jetzt bitte nicht lachen. Erfunden hat es zumindest laut Internetquellen die gute Mademoiselle Eichel. Also die Frau Eichel. Wir haben gesagt, nicht lachen, John. Ja, ist ja gut. Die Frau Eichel hat dieses Rezept kreiert. Ja, wenn das nicht so ist, dann korrigiert mich, im Internet steht so geschrieben, ihr wisst ja, das Internet hat immer recht und 2 Millionen Bildleser können nicht irren. Genau. So. Also ins Originalrezept kommt eigentlich schwarzer Pfeffer gemahlen. Wir haben uns aber dazu entschieden, ein bisschen mehr Pfiff reinzubringen und so ein bisschen süßliche Note noch, und haben hier von Ankerkraut das Honey Mustard Gewürz. Das ist also ein Honig-Senf-Gewürz quasi. Jeder kennt Honig-Senf-Soße. Hier haben wir das Ganze in Gewürzpulver. Ja, und das wollen wir da mal mit reinbringen. Wer übrigens Bock hat auf so ein Gewürz oder ein anderes, ihr findet in der Videobeschreibung in der Infobox einen Code Sizzler2020, mit dem ihr 15% bei Ankerkraut sparen könnt. So viel nebenbei. Da hätten sie auch mal auf 20% hochgehen können, merke ich eigentlich grade. Schon. Ja, aber dann hätten sie 2019 ja auch schon 19 machen. Anzeige würden, ist raus. Ja, genau. Also, Anzeige entgegengenommen. Ich mache mal ein bisschen was rein und wir können hier ruhig ein bisschen was reinmachen. Das muss jetzt nicht sparsam sein. Dieses Rezept lebt von Käse. Und ich habe hier 2 verschiedene Käsesorten. Ich habe einmal einen kräftigen Emmentaler gerieben, natürlich an einer käsefrischen Theke machen lassen. Und hier habe ich noch einen originalen Parmesan. Kein Grana Padano, sondern den originalen, namensrechtlich geschützten Parmesan. Und davon geben wir jetzt reichlich hier mit rein. Ist, glaube ich, auch wichtig, dass man vernünftigen Käse von der Platte nimmt. Ja, ich habe übrigens gelernt, dass dieser abgepackte Käse in diesen Plastiktüten mit Chemie angereichert wird, damit er nicht so
Klump quasi, damit der rieselig bleibt, weil ich zeige euch das mal beim Emmentaler, da geht das besser. Wenn ich den jetzt nehme und ein bisschen drücke, ist das ein fester Klumpen. Und der Käse aus der Plastiktüte, der klumpt nicht so. Und deswegen empfehle ich, kauft frischen Käse, lasst euch den reiben. Die meisten machen das mittlerweile. Das ist geschmacklich und qualitativ auf jeden Fall wesentlich geiler und hochwertiger als dieses Plastiktütengeröle da. Ist natürlich auch ein bisschen teurer, muss man ganz klar so sagen. Aber ihr fügt es eurem eigenen Körper zu, von daher kann man da ruhig auch beim Käse ein bisschen auf Qualität achten, ne? Finde ich gut. So, ich rühre das mal durch. Das ist jetzt eine spannende Geschichte, weil es wird keine Soße, wie man vielleicht hätte annehmen können. Es wird eine sehr dickliche Masse und das ist auch gut so. Perfekt. Ich glaube, da mache ich auch nicht noch mehr Käse rein. Genauen Zutaten habe ich, glaube ich, schon gesagt, findet ihr auf unserem Blog www.sizzlebrothers.de. Da schreibe ich euch das Rezept selbstverständlich in epischer Breite nochmal nieder mit allem Hintergrundwissen, auch was die gute Mademoiselle Eichel betrifft. Ach so, ich habe übrigens eine wichtige Sache vergessen. Diese Sandwiches leben davon, dass sie entrindet werden. Denn auch das ist so ein Ding. In Deutschland ist es ganz schwer, also Sandwiches entrinden, was für ein Scheißwort. es ist ganz schwer, Sandwiches ohne Rinde zu kaufen, ohne dieses hier außen dran. In anderen Ländern, Frankreich, Spanien und Co., ist es fast Standard, dass die immer schon ohne Rinde sind, warum auch immer. Schreibt's gerne nochmal rein, warum das so ist und bei uns eben nicht so ist. Ich habe keine Ahnung, sei es drum, Rinde ist runter. So, und jetzt kann ich auch direkt den Kochschinken zuschneiden. Es soll so sein, dass das Sandwich am Ende schön geschlossen ist und nicht so viel rauskommt. Den Grund dafür sehen wir hier zu meiner Rechten. Das kommt dann nämlich gleich auch noch rein. Und entsprechend macht es schon Sinn, wenn man das schön fest andrücken kann und vor allen Dingen nichts überlappt. Das wäre jetzt doof, ich zeige das mal beispielhaft. So sollte es nicht aussehen. Das wäre Käse, also das ist Schinken, aber diese Sache wäre jetzt doof, wenn das so überlappt. Es soll also schön drauf liegen, damit ich am Ende einen Abschluss finde. Auch übrigens von der frischen Theke, selbstverständlich. Und guckt euch das an, der ist schon schön viereckig und passt ganz hervorragend. Hier sind jetzt die vier Sandwiches und jetzt kommt ja erst der ganze Zauber. Jetzt kommt nämlich unsere schön dicke Käse-Ei-Gewürzmischung Creme-Fraiche-Füllung obendrauf. Guckt euch das mal an, alter Schwede. Das ist eine Schlotze hier obendrauf. Genau so soll es sein. Jetzt kommt der Abschluss mit den anderen vier Scheiben, die ich hoffentlich gleich... Naja, ich stelle fest, die habe ich ein bisschen optimistisch entrindet. Die sind ein bisschen kleiner, aber es wird wohl auch... Es soll nicht so viel siffen und so. Ja, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. es reicht uns übrigens nicht an Käse. Das war noch nicht alles. Wir haben ja auch noch reichlich. Auch obendrauf kommt selbstverständlich noch geriebener Käse. Und auch hier weiche ich vom Rezept ab, was so die Madame, ihr wisst, den Namen erfunden hat. Ich mache nicht nur Emmentaler drauf, ich mache Emmentaler und Parmesan drauf. Genug des Gelabers. Ich mache meinen Grill auf und, boah, alter Schwede, das Gulasch riecht sowas von genial. Das Gulasch steht übrigens hier links. Und hier links habe ich zwei Brenner unterm Gulasch auf so, ja, fast ganz, ganz niedrig gestellt. Wir haben so gute 180 Grad jetzt im Grill, 160, 180. Und da lege ich jetzt meine Sandwiches mit rein. Ich wusste vorher schon, dass ich das Zuschneiden von diesen Toastbrotscheiben nicht so ganz vernünftig hinkriegen werde. Und deswegen habe ich selbstverständlich unter den Grillrost schon so Schalen gelegt, sodass alles, was runtersifft, in diese Schalen sifft und mir nicht den nagelneuen Grill einsaut. Übrigens, Grillvorstellung zu diesem Ding verlinken wir hier oben in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Jetzt heißt es Deckel drauf. Und ja, je nach Temperatur 10, vielleicht 15 Minuten überbacken. Und dann sind unsere Croque-Monsieur, unsere schnelle Küche, ist dann schon fertig. Guckt euch das mal an hier. Boah, das sieht so gut aus. Da trieft der Käse. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wirklich... nicht übertrieben, das beste Sandwich bislang. Oh, also, ich habe noch ein bisschen über, es ist wirklich unfassbar lecker. Daumen nach oben, wenn euch die schnelle Küche mit Hannes gefallen hat. Schreibt gerne noch was in die Kommentare und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht zu zweit, vielleicht auch wieder die schnelle Küche. Haut rein. Unglaublich.
Lecker. Mm. Es ist sowas von gut. Mm.